Viertelrunde der Nacht ist wieder soweit. 28% auf meine Kurse bei 28 Grad am 28. August. 29 schon. Noch bis Sonntag, 1. September. Größter Rabatt des Jahres. Mehr muss ich nicht sagen. Auch für die Pakete gilt es. Und mit dem Code Sommerfrische 28. Wenn du Frage hast, welche Kurse oder so, schreib an support@bibelship.de. Und wir gehen mal in die E-Mail von heute. Geht es ums Thema, ja, diese ganzen Commitment-Issues heutzutage, wo ja oft auch beide Partner mit zu tun haben, aktive, passive Bindungsangst oder beide in der aktiven. Wie spielt sich das so aus? Was kann man da machen? Und genau, von einer Frau, glaube ich. Hallo, mein Anliegen. Ich werde nicht schlau aus mir und dem Mann, den ich seit einem halben Jahr date. Nach einer zierigen Beziehung, die ich beendete, weil sich mein Ex im letzten Jahr extrem an mich geklammert hat, wollte ich mich frei, unverbindlich, wollte nur mal darauf hinweisen, ist alles okay, ne? Ich sag nur, und attraktiv fühlen. Auf Bumble, Online-Dating, macht die Dating-Kurse. Ich kriege immer wieder Erfolgsmeldungen, gerade von Frauen mit dem Dating-Kurs, also naja. Ich weiß, Bumble, aber es sollte nur eine gute Zeit sein. Das ist halt dann, kommen halt die Gefühle, ne? Ich wollte anfangs gar nicht so, er hat sich immer wieder gemeldet. Wenn man sich immer wieder meldet, ist übrigens kein gutes Zeichen. Also Männer, die, weiß ich nicht, keine Ahnung, die ständig mit ihrer Mission beschäftigt sind, die können nicht ständig, entweder sie trifft sich mit ihnen oder nicht, die können ja nicht ständig anrufen. Aber gut, das ist, glaube ich, jetzt auch hier zweitrangig. Er war 2 Wochen in den Staaten, wir haben geschrieben, jeden Tag und Musik geschickt, geflirtet. Ich habe es gestern schon gesagt, schreiben zählt nichts. Schreiben ist komplett für den Arsch. Also es ist wirklich, für mich ist das wie so eine Seuche, dieses ganze Geschreibe, weil dann entstehen Fantasien. Und man ist schön, wenn man sich schreibt, wenn man sich wirklich kennt in einer laufenden Beziehung, alles gut, selbst da kannst du Beziehungen so leicht kaputt texten und trefft euch. Also wo zählt es auf dem Platz, ne? Ja. Direkt nach seiner Rückkehr haben wir ein perfektes Date ausgemacht und das war wie eine Explosion. Freut mich für euch. Hab nur immer so, ist ja keine Beziehung, fühlt sich so richtig an mir die falsche. Aber ist ja, vielleicht war es auch so, das ganze Geschreibsel, keine Ahnung. Warum machen? Ist ja schön. Dann haben wir uns circa einmal die Woche gesehen. Okay, mal habe ich bei ihm geschlafen, mal wenn wir essen, haben nur gelacht, uns gut unterhalten und zum Abschied geknutscht. Mal sind wir nebeneinander kuschelnd eingeschlafen oder er hat mich spontan auf ein Konzert in einen anderen Stand eingeladen. Offensichtlich ein Mann, der Ressourcen hat. Man sagt ja immer so, die Frau in der femininen Polarität sucht das, dieses Abenteuer der Emotionen, durch viele Emotionen durchgehen, das liefert er auf jeden Fall hier. Dann hat er ein Jobangebot im Ausland bekommen. Er hat mich mit einbezogen gefragt, was ich tun würde. Ich habe nicht gesagt, er solle bleiben, sondern es sei seine Entscheidung. Ja, also ich bin jetzt mal ein bisschen detailliert heute. Das ist ja nicht ganz ehrlich, weil du hast ja eine Meinung dazu, ne? Warum die nicht sagen? Ne? Das fördert alles dieses Nicht-Commitment und Rumgeeier, dass man nicht einfach sagt, ja, okay, wenn das ein toller Job ist, mach. Ich finde es scheiße, ne? Ich würde dich weiter kennenlernen. Das wäre eine ehrliche Antwort gewesen, ne? Er meinte, das ist leider so ein halber Satz, er meinte, aber mir gefallen das nicht, keine Ahnung. Ich würde ihn vermissen, aber hab das nicht gesagt. Das sind alles, all diese ungesagten Sachen sind Sachen, die eine Beziehung schwächen, auch eine beginnende so, ne? Weil denkt er sich jetzt, ist hier scheinbar scheißegal, haben wir ein paar Mal gevögelt, bin ich eben weg, juckt sie nicht. Sagt er seinem Kumpel, ist ja wirklich alles so oberflächlich heutzutage und unter Umständen sind 2, die das gar nicht wollen und jeder macht aber mit bei diesem komischen Spiel und dann haben wir sowas, ne? Also sag einfach, was du denkst, ne? Seitdem ist unsere Dynamik anders, ne? Jetzt denkt er vielleicht auch, vielleicht hat ihn das auch verletzt, weißt du? Männer haben ja auch Gefühle.
Ich weiß, er bedeutet mir etwas, aber ich habe aufgrund meiner Vorerfahrung Angst vor Nähe. Ja, das verstehe ich ja, aber das ist immer... Du musst immer überlegen, was macht das mit jemand anders so, ne? Und ja, du hast Angst zur Nähe, du hast Angst vor Klammern. Aber jetzt sagst du Sachen, die für ihn so rüberkommen wie, pff, alles scheißegal, was wir hier machen. Und ja, was dich jetzt in Distanz bringt, ne? Und ich meine, es kann sein, dass du da zwiespältig bist. Vielleicht bist du ein bisschen im Minuspol gerade und dann sorgt man so unbewusst für Distanz und gleichzeitig hasst man die Distanz, aber also versucht da so bewusst wie möglich zu sein, ne? Das macht mich ambivalent. Das kommt gar nicht rüber. Er hat aber auch ein Thema mit Nähe, was ich gut finde, weil wir uns viel Raum lassen. Wenn er weg ist, kann sich mein Nervensystem wieder beruhigen. Dann sehe ich ihn auch wieder gerne. Naja, es könnte ja theoretisch gut passen mit euch. Nur da muss es auch einer mal ansprechen. So, ne? Ja, ich weiß, es ist heutzutage schwierig. Es ist immer alles so locker. Und Dreier, Vierer, Fünfer, Situationship, ey, stay cool. Ja, aber dann kommt man nicht weiter, ne? Zumindest nicht, wenn man feste, vielleicht doch irgendwann mal eine feste Beziehung will, weil es gerade einfach so gut passt. Ne? Mit einem Mal sagte er, es werde kompliziert und brauche Zeit und melde sich 2 Wochen nicht. Ja, haben sie vielleicht 2 Leute, die müssen mit Bildungsangst zu tun haben, gefunden? Also für mich, ich sage euch ganz ehrlich, ich kenne ja auch beide Seiten. Ich kenne Liebessucht, ich kenne Bindungsangst. Also wenn sich jemand 2 Wochen nicht meldet, sorry, das ist ja für mich auch wäre automatisch so in einer Situationship oder gar nichts Schublade oder weil was wie soll das denn mal werden, wenn man eine Beziehung hat so oder dann meldet er sich 4 Wochen nicht oder das weißt du, du musst halt immer gucken, ob du jetzt nach deiner Vorerfahrung mit jemandem, der geklammert hat, ob du nicht jetzt genau ins Gegenteil gehst, ne? Das wollen wir natürlich nicht, ne? Und dann sozusagen in der Bindungsangst bist und dann Leute datest, die noch bindungsängstlicher sind als du gerade. Ne? Für mich war die Zeit shit. Ja, natürlich. Er meinte dann, wenn er nicht mehr will, soll er es einfach sagen. Wäre auch okay. Aber in der Luft hängen lassen ist shit. Ja, ist es auch. Nur, also 2 Wochen, ich weiß nicht. Ich bin ja mit meinen Jahren immer strenger geworden. Ich weiß nicht, 2 Wochen nicht melden. Also wäre für mich automatisch in so einer Affären-Schublade. Und wenn ich merken würde, dass das Trigger zu meinem Bindungssystem, das ist einfach nicht wert, ne? Also da kannst du auch nach 3 Tagen schon sagen, man muss das auch nicht so aushalten, ne? Also, warum können wir jetzt nicht quatschen? Ist mir einfach too much irgendwie, ne? Für mich, ich sei raus, wenn das so sei. Ja, dann fing ein langes Gespräch an, er meinte, er will nicht tief gehen und meinte, ich ja auch nicht. Ja, das ist kommt aber davon, weil du auch nicht die Wahrheit gesagt hast, ne? Aber genießen will ich das und er tut mir gut. Er meinte, das sei scheiße für beide, denn er könne jederzeit weg sein. Ja, also Manu ist bestellt wie geliefert, ne? Du hast beim Universum jetzt bestellt, aber bloß keiner, der klammert, kriegst du jetzt das. Und jetzt kannst du wieder gucken, ist das denn das Richtige? Kannst jetzt nicht nur du wissen, ist das genau, was du willst, oder ist es schon wieder zu locker? So, ne? So gehen wir durchs Leben. Ne? Er meinte, ich könne nichts Ernstes, solange ich meine Themen nicht bearbeite. Ja, also wenn man schon auf den ersten 5 Dates darüber reden muss, wer jetzt Therapie machen muss oder so, weiß ich. Das würde mich sehr stören. Also das finde ich jetzt nicht so eine gute Aussage. Vielleicht müsst ihr aber mehr reden, weißt du? Und nicht immer einer an sich arbeiten irgendwie. Er meinte, wenn wir in Urlaub fahren, kämen wir mehr zusammen und dann tut eine Trennung mehr weh. Na, also man weiß gar nicht, wer von euch jetzt mehr auf der Bremse steht. Also ist ein hartes Battle. Er wäre früher auf der Arsch gewesen, wollte das bei mir nicht. Ah, also sprich, er ist ein bisschen Bad Guy. Ich sei tough. Und habe viel erlebt, er habe Angst, mich zu verletzen. Das sagen ja immer die Bindungsängste, ne? Naja, aber wir wollen natürlich, will er dich nicht verletzen, ist ja auch richtig, ne? Er meint, er wolle nicht im Inneren versuchen, was aufzubauen, mir gleichzeitig vermitteln, wir hätten nur Spaß. Übersetzung, wir haben nur Spaß. und da schiebt er vielleicht auch ein bisschen auf dich, das wäre natürlich nicht so gut, ne? Ich meine, ich hätte gerne was Offenes mit ihm. Och.
sicher. Also, wie gesagt, wenn ihr das wollt, alles okay, ne? Aber man muss wirklich gucken, ob der Bissen nicht größer ist, als man schlucken kann, so, ne? Weil das hat ja schon genervt mit den 2 Wochen, so, ne? Aber wenn du das willst, dann seid ihr auch raus aus dem Ding, dann kann jeder machen, was er will, er kann ins Ausland fahren. Wie gesagt, oft ist es so eine Pseudolösung, aber wenn es funktioniert bei euch, muss mir mal schreiben auf jeden Fall, wenn ihr was Offenes habt, würde mich interessieren. Er fand das gut, wir haben uns wieder getroffen, über Vorerfahrungen gesprochen, er meint, er findet kontrollierendes Verhalten nicht gut. Wo hat denn jetzt hier irgendwie, das ist immer das Problem, du sagst vielleicht jetzt nachdem er sich 3 Monate nicht gemeldet hat, sagst du vielleicht, oh, fand ich jetzt nicht so gut, und dann sagt er, oh, also das, sorry, kontrollierendes Verhalten finde ich nicht gut. So, weißt du, das sind alles so Sprüche, ich weiß gar nicht, ist ja noch gar nichts passiert, ihr habt euch mal gerade minimal kennengelernt, und ja, kontrollierendes Verhalten, ja, wo ist denn das hier, warum wird das gesagt? Aber gut, so eine E-Mail ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Vielleicht sind das ja auch seine Filme, aber wo du ihn jetzt hier kontrolliert hast, wenn du gerade gesagt hast, wir könnten offene Beziehungen haben, passt, kriege ich nicht übereinander, ne? Wir beide meinen, dass man langfristig nicht treu sein kann. Euer Ernst? Natürlich kann man das, wenn man es will. Wenn man es nicht will, also treu sein heißt ja nicht, also treu sein heißt für mich jetzt nicht betrügen. Das kann ja nicht heißen, dass man vielleicht irgendwann sagt, jetzt würde ich gerne eine neue Beziehung haben oder so, ne? Aber gut, euer Ding hier. So, am Ende fragt er vorsichtig, ob wir uns weiter sehen. Ich habe ja gesagt, er freute sich und meinte, was ich erzählt habe, jetzt kann er nicht schlafen. Ey. Ich merke einfach so für mich, aber vielleicht bin ich da auch zu beschränkt, passt das alles nicht so richtig zusammen. Also wenn man sich so, einerseits freut man sich so, vielleicht ist es aber auch eure Ambivalenz und macht so, ich bin so verliebt und dann, oh nee, was Offenes. Das sind schon ganz viele Aussagen, die sich eigentlich gegenseitig so auscanceln, ne? Das, was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. So, bestimmt geht es doch noch irgendwas schief, könnte ich ja für wetten. So, so toll sein, kann ich schlafen. Wenn wir uns weiter trafen, haben wir auf der Straße geknutscht und sind Arm in Arm gegangen. Vor ein paar Wochen war ich im Urlaub, dann war er in seinem Heimatland und dann kurz in der Stadt, in der wir beide leben. In der Zeit meines Urlaubs hatten wir auch Kontakt. Ich habe ihm was vom Festival mitgebracht. Wir wollten uns sehen, aber er hatte dann Nachtdienst und musste absagen. Das hat mich tatsächlich etwas getroffen. Das habe ich ihm auch gesagt. Naja, das sagt er wahrscheinlich wieder, das kontrollierendes Verhalten. Aber gut, ich meine, wenn er arbeiten muss, muss er arbeiten, ne? Er meinte, vielleicht schafft er es noch spontan. Ich meine, ich würde mich freuen, da ich auch gern mit ihm geschlafen hätte, bevor er in seinem Urlaub ist. Ich muss ihn da auf dem falschen Fuß erwischt haben. Er reagierte forsch. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich schon wieder zu viel. Ne? Das ist schon wieder kontrollierend. Und wobei, das ist ja ein ganz normaler Wunsch, ne? Aber das ist halt dieses, ich finde, das macht es schwieriger, wenn man nicht, wie gesagt, moralisch könnt ihr machen, was ihr wollt, so, ne? Ihr könnt offene 5er, 10er, 50er Beziehung, aber es wird nicht einfacher, da ist es so ein Rumgeeier, du sagst jetzt, signalisierst jetzt so, hey, hier sind Gefühle, ne? Und er signalisiert so, hey, wieso, ich dachte, das wäre was Offenes, also auch was Offenes kann ja 1000 Schattierungen haben, ne? Also er benimmt sich jetzt eigentlich so, als wenn du einfach eine Affäre bist, so, ne? Und dann, ja, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man sich vom Urlaub nicht sieht. Und für dich ist aber mehr, ne? Also ich würde dir da raten, da mal zu überlegen, was willst du eigentlich genau, dann irgendwie eine etwas klare Linie zu fahren, so. Meinte dann aber, es sei gut, aber er sei nicht ganz bei sich und brauche Zeit. Das ist aber auch schon wirklich sehr minuspolig hier, ne? Ich meinte, scheinbar sei das so und dass ich ihnen nicht zu nahe treten wollte. Da ich weiß, dass ich sehr direkt sei, ich damit aber besser klarkomme, anstatt ungewisse Annahmen zu den Gedanken der anderen zu machen. Ich merke, er zieht sich zurück und ich bin verwirrt. Ja, ist schon wieder alles zu viel. Ne? Ja, das ist. Aber wie gesagt, ein bisschen wie bestellt, wie geliefert. Du hast wahrscheinlich im Universum gesagt, so, jetzt will ich auf gar keinen Fall haben, jemanden haben, der klammert. Kriegst du das Gegenteil, ne? Und jetzt stellst du vielleicht fest,
vielleicht ein bisschen viel, so, ne? Aber ich würde das alles nicht so wichtig nehmen. Also ich würde auch bei den Gefühlen mal ein bisschen auf die Bremse treten, weil er signalisiert ja hier, also es bringt ja nichts, wenn du ihn jetzt überholst da mit deinen Gefühlen, ne? Also ich würde auch mal sagen, wenn so ein Mann so richtig verknallt ist, sieht das schon anders aus, so, ne? Meine ich zumindest, ne? Er hat noch keine Entscheidung wegen des Jobangebots im Ausland getroffen. Ja, ich meine, also so wie das zwischen euch läuft, ist das ja wirklich, weiß ich nicht, ob das irgendeine Rolle spielen kann, weil das wirkt ja total instabil, ne? Ist es das, was ihn so viel nachdenken lässt? Warum zieht er sich zurück? Also, ich habe keine Glaskugel. Vielleicht, ich meine, du hast ja jetzt dort offene Beziehung. Vielleicht hättet ihr ja jemand anders. Das ist für mich immer die einfachste Antwort drauf. Weil wenn jemand, eins kann ich euch sagen, wenn jemand richtig verknallt ist, dann hat er Zeit. Er macht Zeit. Er sagt dann nicht, oh, nach dem Nachtdienst treffen wir nicht, sondern er sagt, boah, geil, lass uns treffen nach dem Nachtdienst und egal, ich fliege noch eben nach Afghanistan, treffen wir uns da, weißt du, das ist, ich frage mich, ob er eine Beziehung will, also es wirkt für mich nicht so, Schluss machen will oder gerade mit dem, was wir haben, zufrieden ist. Ja, also, du wärst zufrieden, solange du nicht nervst, aber nerven meine ich jetzt ironisch, also nerven ist ja schon, wenn du einfach nur deine Bedürfnisse sagst und das finde ich, ich finde es keine gute Sache, ne? Er bedeutet mir tatsächlich was, dabei bin ich meine Panik vor viel zu näher in einem Coaching-Programm zu verarbeiten. So, du machst bei mir hier ein Video und du machst woanders, wo du die hervorragenden Bindungsangstkurse bei mir gibt. Leute, gebt doch die 5 Döner aus, gerade jetzt 28% Code, Module 4, 6 und 9 sind die Bindungsangstmodule. Habt ihr wirklich eine Handlungsanleitung? Aber gut, müsst ihr selber wissen. Für mich ist es eine schöne, lockere Verbindung. Also du bist auch sehr ambivalent, ne? Muss ich wirklich sagen. Aber ich habe keine Ahnung, warum er das so zerdenkt. Also ich finde, ihr reflektiert euch irgendwie ganz gut, ne? Da kann man jetzt, also das ist mal so eine E-Mail, wo ich finde, ihr verhaltet euch, klar, du hast jetzt mehr Emotionen, aber auf eine gewisse Art verhaltet ihr euch relativ ähnlich und das potenziert sich, ne, so ein bisschen, ne? Und dann wird es auch schnell instabil, weil so Beziehungen, wo so einer wenigstens genau weiß, was er will, hier könnte andere Probleme haben, ne? Natürlich, aber da ist wenigstens so eine Basis da, ne? Dass einer wenigstens weiß, ja, ich möchte das jetzt und das möchte das so und so. Und aber was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare, macht die folgenden Kurse bis Sonntag, holt euch den Code, gibt's nicht oft, wisst ihr, und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.